Frau Lunacek, vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, uns Rede und Fragen, auf die Fragen, also die Fragen, die wir haben, die ich habe, zu beantworten. Sie sind Mitglied des Europaparlaments, seit den Wahlen im Jahr 2014 auch Vizepräsidentin des Europaparlaments. Wie kann man sich denn das Präsidium oder die Arbeit im Präsidium vorstellen, wo Sie die einzige Österreicherin sind als Vizepräsidentin von insgesamt 14? 14, genau. Also zum einen schon einmal die Frage mit den 14, die kommt gleich, ja, warum so viele? Denn naja, wir haben über 500 Millionen Menschen und wir haben 751 Abgeordnete. Das heißt, wir haben auch im Präsidium von den 14 sehr wohl auch Aufgaben verteilt. Und das muss man sich so vorstellen, einmal im Monat, wenn wir in Straßburg sind, weil der offizielle Hauptsitz ist ja immer noch Straßburg, ich meine, hauptsächlich arbeiten wir hier, aber einmal im Monat müssen wir 3,5 Tage dorthin. Dort findet dann immer Montag am Abend von 6:30 bis 9:30 die Präsidiumssitzung statt und dort werden vom Präsidium, also sowohl vom Präsidenten Schulz wie vom Generalsekretär, werden schon Dinge vorbereitet, vorgelegt. Da geht es um Dinge wie durchaus so Dinge wie, welche Gebäude müssen renoviert werden. Ich bin zuständig zum Beispiel für das ökologische Management dieser Gebäude. Das heißt, da geht es darum, schaffen wir es, den Verbrauch von Wasser, von Papier, von Energie zu reduzieren. Wir sind Teil in diesem EMAS-System, sind das einzige Parlament in der Europäischen Union, die das macht, wo du dir immer selber Ziele setzt und die wird dann überprüft, ob du die erreicht hast oder nicht. Ja? Also bei Papier sind wir schon relativ gut. Beim Wasser, auch aufgrund dieser zwei Sitze, haben wir ein Problem, weil hier wegen der Legionellenkrankheit immer das alles durchgespült werden muss. Ja? Und wenn man das natürlich an zwei Orten macht, braucht es mehr, als wenn man es nur an einem hat. Aber das ist zum Beispiel ein Teil davon. Und dort werden Entscheidungen nach Diskussionen getroffen, wobei es selten Abstimmungen gibt. Ja? Also es wird so gefragt, wer ist dagegen, wenn ich dann, was schon manchmal passiert, dann sage, da bin ich nicht einverstanden, dann melde ich mich und sage, ich hätte das gern zu Protokoll gegeben. Ja? Also so findet das statt. Ich bin auch zuständig für das Sacharow-Preis-Netzwerk. Der Sacharow-Preis ist der Menschenrechtspreis der Europäischen Union, den das Parlament einmal im Jahr im Dezember vergibt. Das ist eigentlich der Preis für geistige Freiheit. Ja? Nach Sacharow benannt, der Preis ist seit 1988 und da gibt es eben schon Preisträger und Preisträgerinnen über alle diese Jahre und ich bin jetzt zuständig auch für die Betreuung und manche brauchen das noch, weil sie entweder noch im Gefängnis sitzen, weil sie im Exil sind. Eine syrische Aktivistin, die den Preis 2011 bekommen hat, ist jetzt 1,5 Jahre verschwunden, also da wissen wir nicht, wo sie ist. Also da Medienkampagnen zu machen oder ähnliches, um diese Leute auch zu betreuen. Dr. Mukwege, ein kongolesischer Arzt, Gynäkologe, der den Preis letztes Jahr bekommen hat, der Frauen, die im Bürgerkrieg oder im Krieg vergewaltigt wurden, oft auch Massenvergewaltigungen, der versucht, die zu heilen, physisch und auch psychisch hier Arbeit macht, der zum Beispiel auch immer wieder Todesdrohungen bekommt. Also das sind lauter so Dinge, wo wir versuchen, diese Personen dann tatsächlich auch zu unterstützen und gleichzeitig gerade in der Außenpolitik auch mehr an Menschenrechtsarbeit reinzubringen. Ja. Ist das auch Ihr Schwerpunkt, wenn Sie jetzt, also wie kann man sich die Arbeit jetzt vorstellen, wenn Sie sind jetzt Vizepräsidentin, Sie sind Abgeordnete, wie kann man sich die Arbeit vorstellen als Abgeordnete? Was macht die Abgeordnete Magistra Lunacek, in welchen Ausschüssen ist sie tätig, wie schaut denn so ein Alltag aus? Ja. Also zusätzlich zu diesem Vizepräsidentschaft habe ich die Ausschüsse, in denen ich bin, das ist der Außenpolitische Ausschuss und der Innenausschuss, der hier sehr schön Liebe-Ausschuss heißt, aber nicht Liebe wie die Liebe, sondern L-I-B-E. Die Bezeichnungen für die Ausschüsse kommen aus dem Französischen, sind die Kurzfassungen, da geht es um die Liberté civile, also die bürgerlichen Rechte. Das kommt vor Innen- und Justiz. Das finde ich irgendwie ein schönes Symbol für das, wofür die Europäische Union steht. In diesen beiden, das sind meine Hauptausschüsse, ja, oder meine beiden Ausschüsse. Ich habe den Frauenausschuss habe ich abgegeben, weil ich einfach andere Dinge auch noch tun muss. Und da ist jetzt meine österreichische Kollegin, wir sind ja seit der letzten Wahl drei österreichische Grüne, die Monika Warner, die auch viel zum Thema Frauen macht, die ist jetzt in dem Frauenausschuss. Das ist wunderbar. Im Außenpolitischen Ausschuss ist mein Hauptschwerpunkt ist der Balkan, westlicher Balkan, ganz spezifisch der Kosovo. Ich bin Kosovo-Berichterstatterin des Parlaments, das schon seit 2009. Das heißt, ich habe hier zu dem Land in den Jahren auch eine sehr enge Beziehung aufgebaut. Ich bin auch eine, die im Kosovo selbst sehr geschätzt wird, weil ich
sehr wohl sehr unterstützend bin, auch für die Unabhängigkeit dieses Landes und dass es den Weg in die EU weitergeht, dass auch zwischen Serbien und Kosovo die Situation sich entspannt und die beiden Länder weitergehen. Aber ich bin sehr wohl auch kritisch, wenn es sein muss, gegenüber der Regierung dort, aber auch gegenüber der EU, wenn ich finde, das ist notwendig. Also das heißt, ich habe hier einen sehr offenen Umgang auch damit. Was ich da konkret mache, jedes Jahr im Herbst legt die Kommission einen Fortschrittsbericht vor zu den Ländern, die im Erweiterungsprozess sind, also die 6 Länder noch am Balkan plus Türkei. Und dann macht das Parlament zu all denen, die jeweiligen Berichterstatter, dann ihre Berichte dazu, Resolutionen. Das heißt, ich fahre dann meistens auch im Herbst in den Kosovo, schaue, was denn so los ist, wie es geht und mache dann meinen Bericht, schlage Dinge vor, die da drinnen sind. Und da ist für mich schon Menschenrechtsfrage, Rechtsstaatlichkeit, Frauenrechte, die Rechte ethnischer, aber auch sexueller Minderheiten ein Thema, aber auch Umweltdinge, da bin ich meine, als Grüne gehört das sozusagen dazu, aber das ist was hier, also gerade so die Frage zum Beispiel, jetzt nicht im Kosovo, in den anderen Ländern, diese riesen Staudämme, die sie zum Teil bauen wollen, der ganze Westbalkan ist eigentlich noch so quasi das Blaue, also eben vom Wasser her, Herz Europas, weil da noch viele, 80% der Flüsse noch nicht oder nur ganz wenig verbaut sind, ganz viel Biodiversität, also Artenvielfalt dort ist. Also das sind Dinge, die mir dann in so einem Bericht wichtig sind. Der wird dann verhandelt, wenn Sie fragen, wie das geht. Es ist ganz anders als im Nationalrat. Ich war ja auch 10 Jahre im österreichischen Nationalrat. Ich erzähle dann immer, dort haben wir einmal in dieser Zeit von 1999 bis 2009 ein österreichisches Gesetz gemeinsam alle 5 Parteien verhandelt. Das war das Österreich-Wette-Tierschutzgesetz. Ja? Und Geschäftsordnungssachen gibt es auch. Aber ansonsten ist es im Nationalrat also Regierungsvorlage, kommt von den Ministerien und den Regierungsparteien und dann kann es als Opposition ein bisschen was ändern hier und dort. Aber dass man sich zusammensetzt und wirklich gemeinsam sagt, was wollen wir da drinnen haben und dann auch Kompromisse schließt, das passiert zwischen den Regierungsparteien, aber nicht mit der Opposition. Hier, auch weil es keine europäische Regierung gibt, was ich ja schade finde, sage ich auch ganz offen. Die hätten wir gerade in dieser gerade der Wirtschaftsregierung gebraucht für eine Schuldenkrise und so weiter. Aber deswegen verhandeln wir hier nicht nur Resolutionen, sondern auch europäische Gesetze, fraktionsübergreifend. Mhm. Es gibt immer eine oder einen, die da die Führung hat, das ist der oder die Berichterstatterin. Und dann gibt es von jeder Fraktion sogenannte Shadows, auf Englisch ist das alles so schön kurz, also Schattenberichterstatter oder diejenige oder derjenige, der für die Fraktion verhandelt. Wenn ich Berichterstatterin bin, dann ist es meine Aufgabe, gemeinsam mit dem Sekretariat des Ausschusses alle anderen an den Tisch zu bringen, ihnen zu sagen, das ist mein Vorschlag. Seid ihr damit im Groben einverstanden, dann sagen die, das will ich aber abändern und das und das ist in Ordnung. Dann gibt es schriftliche Abänderungsanträge, dann muss ich schauen, da hilft mir auch das Sekretariat des Ausschusses dabei, welche von all diesen Abänderungsanträgen, ich habe beim Kosovo kommen immer so an die 120 oder so, durchaus eine breite Palette, was ist dazu in Kompromissen zusammenzufassen und worüber will ich einfach abstimmen und hoffe, dass ich es verliere, also dass ich es verliere, sondern dass die anderen es verlieren und dass es dann nicht aufgenommen wird. Und da gelingt uns oder auch mir schon öfters Dinge, die wichtig sind. Etwa im letzten Bericht zu Albanien haben wir gerade diese großen Staudämme, die hier geplant sind und die Kritik daran reingebracht, dass man hier halt auch Energiegewinnung stärker über Erneuerbare und auch Energieeffizienz machen soll und eben nicht hier zerstören. Das ist gerade etwas sehr Aktuelles. Und dann kommt's, findet die Abstimmung im Ausschuss statt und dann kommt es ins Plenum, da findet eine Debatte statt dazu und dann wird da auch noch abgestimmt. Bei europäischen Gesetzen, wenn es dann im Parlament einmal abgestimmt ist, geht es dann in den Trilog mit dem Rat. Ja? Da sitzt du dann mit den Ratsvertretern da und versuchst, eine gemeinsame Linie zu kriegen, die dann sowohl im Rat, entweder mit qualifizierter Mehrheit oder bei manchen Dingen auch noch mit Einstimmigkeit durchgeht und dann im Parlament auch noch einmal eine Mehrheit findet. Und da gelingen Dinge oft, aber es passiert uns auch immer wieder, dass wir über Jahre Gesetzesvorschläge, die das Parlament schon beschlossen hat, dass die im Rat blockiert werden. Wir hatten jetzt die Mutterschutzrichtlinie, eine, die
20 Wochen Mutterschutz für Frauen, für Mütter in der gesamten EU festgelegt hat, weil manche ganz wenig haben. Und gleichzeitig auch 2 Wochen gleich zu Beginn parallel mit der Mutter für die Väter, dass auch Unternehmen lernen, dass Männer wegbleiben, wenn sie Kinder kriegen und nicht nur die Frauen. Das hat der Rat blockiert, kostet zu viel. Ja. Jetzt hat es die Kommission zurückgezogen und jetzt müssen wir warten, was passiert. Das war jetzt seit 2008 oder nein, seit 2010 war das blockiert. Oder die Gleichstellung mit der Dienstleistung. Also gerade für Gleichbehandlung. Die Equality Directive, also diese breite Antidiskriminierungsrichtlinie, die den Zugang zu Gütern und Dienstleistungen regeln sollte, die ist auch im Rat seit 2009 blockiert, wurde 2008 vorgelegt von der Kommission, Parlament 2009, noch bevor ich reingehe, das war noch vor der Wahl 2009, dafür hängt, ich bin jetzt dafür auch Berichterstatterin, das ist dieser Liebeausschuss, also der andere, da bin ich Berichterstatterin dafür. Die Kommission hat zum Schwerpunkt ernannt. Wir werden mal sehen, wie es geht, aber es hängt im Rat. Das heißt, ich habe jetzt auch begonnen, in jenen Mitgliedsländern, wo Blockade ist, auch einmal dorthin zu fahren und mich zu informieren, wer denn da wo blockiert, welche Teile der Regierung es sind und oder welche Teile der Verbände. Dort ist ganz viel Industrie, Wirtschaft und so. Die sagen, das kostet zu viel Behindertengerechtigkeit, also barrierefreier Zugang. Ja. Und dort einmal zu schauen, rauszufinden, auch für mich und für uns hier, wo es hängt. Da geht es im Konkreten darum, dass es seit 2000 hat die Kommission vorgestellt, Antidiskriminierungsrichtlinien für den Bereich der Beschäftigung. Das gilt für alle diskriminierten Gruppen, sei es aufgrund des Rassismus, der Behinderung, des Alters, der Weltanschauung, der Religion, der sexuellen Orientierung, alles. Ja? Ja. Für den Bereich des Zugangs zu Gütern und Dienstleistungen gibt es das nur aufgrund des Rassismus. Ja. Das heißt, wir haben in Österreich so also ein Beispiel gehabt, wo im Jänner 2 lesbische Frauen aus dem Café Brückel, einem traditionellen Wiener Kaffeehaus, geworfen wurden, weil sie sich geküsst haben bei der Begrüßung. Die haben zum Glück dann großen Bahö, wie man in Wien sagt, draus gemacht und irgendwie ein paar hundert Leute waren dann bei der Demo davor, dass das nicht geht. Die können nicht klagen, in Österreich nicht, in Deutschland könnten sie. Mhm. Deutschland hat hier schon einen höheren Rechtsschutz. Da brauchen wir einfach eine Gleichstellung der Diskriminierungsgründe. Ja? Mhm. Also das ist eben auch in den Verträgen verankert, in der Grundrechtecharta, dass es keine Diskriminierung aus irgendeinem Grund geben darf. Aber da ist auch Deutschland einer der Länder, die blockieren, weil die Barrierefreiheit zu viel kostet für die Unternehmen. Wobei man bin durchaus bereit, da auch Übergangsfristen zu akzeptieren. Mhm. Ja? Ich meine, dass manche Unternehmen von einem Tag auf den anderen alles barrierefrei machen, das ist mir schon auch klar, dass das so schnell nicht geht. Aber ein paar andere haben jetzt umgeschwenkt zum Glück. Malta und Tschechien mit neuen Regierungen, mit der Linksregierungen, die sind jetzt dafür. Okay. Also es gibt schon auch Fortschritte und es hängt sehr stark immer von den Regierungen ab. Mhm. Ja. Aber das ist sozusagen auch, wenn Sie fragen, der Alltag, das ist sehr viel Arbeit an diesen Dingen, aber ganz viel auch anderes, Interviews zu geben, so wie das und das, was wir jetzt gerade führen. Ich habe dadurch, dass ich nicht nur Deutsch spreche, sondern Englisch, Spanisch und Französisch auch viele Anfragen von Medien mit diesen Sprachen, weil es, also gerade Französisch und Englisch gibt schon viele, aber jetzt gerade auch Österreicherinnen, die jetzt Französisch und Spanisch können, gibt es nicht so viel. Das heißt, oder auch bei den Grünen gibt es zwar Franzosen und auch Spanier, aber wenn sie wen wollen, wer nicht aus den Ländern ist, passiert das auch oft. Mhm. Oder einfach auch Besuchergruppen, also aus Österreich. Wir können ja als Abgeordnete pro Jahr 120 Leute bezuschussen für so eine Reise. Das sind entweder Schulen dann oder es sind Gruppen, irgendwelche, letztes war die Frauen im österreichischen Gewerbeverein waren zum Beispiel hier. Ja. Oder ich habe auch diverse NGOs oder also Gruppen, die sich einfach zusammentun und sagen, sie wollen sich das anschauen. Das ist ja etwas, und das ist dann einfach, denen erzähle ich dann einfach auch, was ich mache. Ich finde ja, das ist etwas, wo wir, ich finde, jede und jeder 15- bis 18-Jährige sollte einmal diesen Besuch hier machen. Meine Erfahrung ist, dass vieles der EU-Skepsis, das es gibt und der Kritik, da dann geklärt werden kann. Und dass gerade auch junge Leute, oder auch ältere, aber auch junge Leute, oft sehr begeistert sind von dem, was sie hier erleben. Also die Vielfalt, auch diese Sprachenvielfalt, auch die vielen Themen, die es macht. Und dass du als Abgeordnete, als Einzelne, gerade auch aus einer kleineren Fraktion, sehr viel mehr Einfluss hast, als das im österreichischen Nationalrat der Fall ist. Ja?
Sie haben auch erwähnt, als Österreicherin, die auch Spanisch und Französisch kann, da tut sich jetzt für mich die Frage auf, gerade was Kosovo, auch die Österreicher, vielleicht auch, weil sie Österreicherin sind, weil ja auch der Weg hin Westbalkan und so weiter, oder Balkan, unabhängig jetzt von der traurigen Geschichte, die wir vor 101 Jahren dort erlebt haben, aber das Standing Österreichs ist ja ein sehr gutes. Wie schaut es bei den als Österreicherin hier im Europaparlament aus? Spielt da die Nation eine Rolle? Oder ist es wirklich, wenn man mit einem Politiker in Österreich spricht, dann ist sehr stark die Parteipolitik da. Da ist es, ja, Bundesländer sind nicht wirklich das Thema, aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt in Europa, man merkt, es ist eine ganz große Öffnung, man hat nicht mehr diesen parteipolitischen Binnenblick, sondern einen europäischen. Aber welche Rolle spielt da auch die Nation, oder spielt die überhaupt eine Nation, dass man sagt, die Frau Lunacek ist eine Österreicherin, und die Österreicher haben jetzt 20 Jahre, sie sind seit 2009. Was haben Sie für ein Gefühl für die Österreicher? Zum einen passiert es mir sehr oft, dass Leute nicht wissen, auch welchem Land ich bin. Also auch mit meinem Nachnamen, der ja eigentlich ein tschechischer ist, auch wenn kein Hardcheck mehr drauf ist. Das landet jetzt oft drauf, wenn jemand schreibt. Oder ich werde, weil ich auch manchmal auch Deutsch spreche, dann für Deutsche gehalten, für Leute, das nicht zu differenzieren. Also es ist hier so quasi der Zusammenhalt auch von Österreichern, es ist schon, wir kennen einander alle, und wir, wenn es irgendwas sozusagen auch Richtung, als es jetzt ging um das Rederecht im Nationalrat, da haben wir uns, also die proeuropäischen Parteien, Freiheitlichen nicht, aber die anderen einfach zusammengetan und gesagt, wir wollen das gemeinsam durchsetzen. Wir reden auch oft davor, vor Abstimmungen, wo wir wissen, dass es heikel wird, weil es geht im Parlament oft um eine Stimme auf oder ab. Da erkunde ich mich dann bei meinen Kollegen und Kolleginnen aus den anderen Fraktionen, aus den Österreichern, wie stimmt es mir ab, wie schaut es bei euch in der Fraktion aus. Aber an und für sich zählt hier, würde ich schon sagen, die Partei oder die Fraktionszugehörigkeit, also so, jetzt Ideologie ist jetzt ein großes Wort, aber so quasi die Partei jetzt, die oder die weltanschauliche Ausrichtung, mehr als die Nationenzugehörigkeit. Das ist, bei allen proeuropäischen Fraktionen so. Ich meine, sicher schaust manchmal bei Abstimmungen, was heißt das zu Hause, wie wird es gerade diskutiert. Aber an und für sich bei den proeuropäischen Fraktionen, also uns, den Liberalen, Sozialdemokraten und der Europäische Volkspartei, zählt schon, würde ich sagen, die Partei oder Fraktionszugehörigkeit mehr als die nationale. Es gibt ein paar Ausnahmen, so zum Beispiel, wenn wir über Ungarn reden und das, was Herr Premier Orbán da aufführt. Da stehen zwar viele in der EVP auch noch immer offiziell hinter ihm und stimmen oft auch mit, aber es gibt auch schon viele, die das nicht mehr in Ordnung finden. Oder die Frage zum Beispiel, wenn es um Mazedonien geht und den Namen, da gibt es ja seit 8 Jahren sind die eigentlich Beitrittskandidat, aber die Verhandlungen können nicht eröffnet werden, weil Griechenland sich weigert, den Namen Republik Mazedonien zu akzeptieren, was ich völlig absurd finde. Als ich das letzte Mal das Präsidium geleitet, also ich sitze dann am Präsidium im Plenum und verteile halt die Redezeit und wer redet, haben alle Griechen und Griechinnen von links bis rechts, quer durch, haben alle geredet, immer Federal Yugoslav Republic, former Yugoslav Republic of Macedonia und ja, nicht den Namen und so weiter. Also das war echt, da ist dann schon die Nation stärker als die Partei. Aber im Allgemeinen geht es eher wirklich um die Inhalte als jetzt um das, woher du kommst. Ganz kurz, wie lange hat man Zeit im Plenum für die Berichterstattung? Das ist ja auch ganz kurz, da muss man sich ja dann... Manchmal hast du 2-3 Minuten, manchmal auch 5 Minuten, aber die üblichen Redezeiten sind 1-2 Minuten, nicht mehr. Also musst wirklich schauen, was bringst du unter dabei. Ja, also. Wir müssen ja auch auf die Uhr schauen. Herausforderungen des europäischen Wunsch von Frau Lunacek, wie soll das Parlament in 20 Jahren ausschauen? Also schon früher, hoffe ich. Ich wünsche mir ein Parlament, das volles Legislativrecht hat. Und der Rat nicht mehr Gesetzgeber sein darf. Das ist ein Verhinderungsmodell der Sonderklasse, wie ich zuerst schon Beispiele erwähnt habe. Ich würde mir ja auch wünschen, dass der Rat, so wie das beim Verfassungsprozess schon angedacht war, eine zweite parlamentarische Kammer wird, wo dann mit Mehrheiten entschieden wird und kein Vetorecht, so wie es jetzt noch der Fall ist, in der Außen- und in der Steuerpolitik. Das sind Absurditäten. Also volles Legislativrecht, den Rat, eine zweite parlamentarische Kammer und auch
wirkliche europäische Wahlen, ja, um es sehr plakativ zu machen. Wir wählen das Europaparlament auf nationaler Ebene. Das heißt, wir haben auch in den Wahlkämpfen ganz stark eine innenpolitische Orientierung, haben mit den stärker werdenden Rechtsparteien, Rechtsaußenparteien auch viel stärker dann diese Anti-EU-Haltung. Eine Möglichkeit, das zu überwinden, wäre tatsächlich, eine gewisse Anzahl von Abgeordneten von europäischen Parteilisten zu wählen. Es gibt die europäischen Parteien. Wir haben das in der letzten Periode, hat der Verfassungsausschuss schon einen Vorschlag gemacht. Ging im Plenum nicht durch, also es war klar, da kriegen wir keine Mehrheit dafür. Das wäre es auch, wir brauchen auch mehr europäische Öffentlichkeit. Mhm. Ja, wir brauchen Medien, die europaweit berichten. Ich weiß, dass es mit den Sprachen schwieriger ist. Ja, wir haben nicht nur eine Sprache. Ja, also die Franzosen und Spanier, die wollen alle, dass zumindest eine romanische Sprache wichtig ist oder halt Französisch. Sonst ist Englisch halt so die Lingua Franca, aber die verstehen auch nicht alle. Aber da kann man sich was einfallen lassen. Mhm. Ja, wie Arte macht das schon über Jahre, Deutsch und Französisch, dass man Sendungen auch dolmetscht. Ja, ich bin selber ursprünglich Dolmetscherin, also das geht. Ja, man kann auch dolmetschen lassen. Also da braucht es viel mehr an europäischer Öffentlichkeit, auch in Österreich, an Medien, auch Fernsehen, die viel mehr auch von hier berichten. Ja, herkommen Korrespondenten. Nicht alle österreichischen Medien haben Korrespondenten hier. Ja. Dass die berichten dann nur die Kurzfassung von dem, was in der APA gestanden ist, was der Presseagentur gestanden ist. Ja. Und ich finde dieses Erleben davon, was hier passiert und dieses wirklich, finde ich, sehr hohe demokratische Niveau an Sachen ausverhandeln, ja, das macht es spannend. Mhm. Aber das ist das, was die Medien uns interessiert. Am Anfang, in meiner ersten Zeit hier, habe ich einmal mit einem österreichischen Journalisten geredet und habe ihm das alles präsentiert, was da jetzt alles Spannendes passiert und was ich tun will und vorhabe. Er schaut mir an und sagt, wissen Sie was, wenn Sie die österreichische Bundesregierung kritisieren oder wenn Sie Ihre Parteichefin kritisieren, das ist eine Geschichte. Okay. Ja, bin ich dann da gesessen und dachte, okay, das wird ein schwieriges Unterfangen. Ja. Aber das wäre wichtig, um wirklich dieses gemeinsame Europa und das Tolle, was wir uns hier erkämpft und erarbeitet haben über die Jahre, dafür auch wieder mehr Vertrauen in der Bevölkerung zu bekommen und nicht immer nur die Dinge, die irgendwie nicht passen. Mir passt auch in Österreich nicht alles. Mhm. Ja? Und deswegen komme ich nicht auf die Idee, dass ich aus Österreich ausdrücken will. Ja. Ja? Wir haben auch Kärnten nicht rausgeworfen, als der Hypo-Skandal kam. Ja? Also deswegen bin ich auch nicht dafür, dass Griechenland fällt. Wann immer das gesendet wird, wird das schon entschieden sein. Aber deswegen, da braucht es einfach sehr viel mehr Stärkung und das Parlament zu stärken als das einzig direkte Gewählte. Das wäre der sinnvolle Weg. Danke, das war ein wunderschöner Schlusssatz. Gut. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Ja, in Teilen. Ihr habt genau 5 noch. Ihre Uhr ist vorgegeben. Meine Uhr geht immer vor, weil ich das ja.